Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie wieder zahlreich heute dabei sind. Nichtsdestotrotz, wie immer, einmal natürlich den Risikohinweis. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Thorsten den ein oder anderen Live-Trade heute macht. Und ja, ich hab solche Gerüchte gehört, Thorsten. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, wie der Thorsten auch. Ja? Und ja, wenn der Thorsten jetzt soweit ist, dann könnte ich sehr gerne den Bildschirm übertragen. Live-Trade gibt's hier nicht, ich habe Angst. Okay. Hopp. So, moin. Ach, der Lutz. Der muss ich morgens immer wach schreiben. Der Gute. Lutz, ich habe hier auch noch Hund und Kind und Frau und so weiter. Schreib doch weiter. Dann geht das hier auch ab. Guten Morgen in die Runde. Wir zum allmonatlichen, ach nee, ich glaube, wir haben sind jetzt schon fast im 14-Tage-Rhythmus hier gelandet, zum Live-Trading. Wir haben, naja, ob das ein Live-Trading wird, weiß ich noch nicht. Wir können auch über Fußball reden, oder? Ja, auch eine Idee. Ja, ich kann ja noch viel von dir lernen. Ja, ihr dürft wissen, Nelson ist Brasilianer und seit 2014 reden wir über Fußball. Wahrscheinlich, so nach gestern Abend ist er wahrscheinlich jetzt auch noch Dortmund-Fan. Ich enthalte mich. Ja. Wir werden mal schauen, ob es heute Morgen live was zu tun gibt. Das Problem ist, also ich habe mir zwei Sachen für dieses Jahr, die drei Sachen für dieses Jahr vorgenommen. Einmal haben wir gesagt, wir machen die Webinare relativ kurz, knapp, die 3K, kurz, knapp und knackig und versuchen die Märkte einmal morgens zu analysieren für den Tag. Das ist uns, glaube ich, die letzten Wochen ganz gut gelungen. Es ist uns am Dienstag nicht so gut gelungen. Am Dienstag lagen wir mal volle Granate daneben, nachdem der DAX nach oben marschiert ist, wieder eins. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Gab es ein bisschen was an die Backen oder ein bisschen ganz schön was an die Backen. Und gestern war es eher verhalten schwierig zu handeln. Und im Moment ist es selbst nach Euro Pro so, dass wir, ich sag mal, unsere Problemchen haben. Aber das kennt ja jeder, ne? Wir haben als Neuerung, findet ihr unsere Tagesanalysen, unseren Tagesausblick, wenn es denn einen gibt, auf unserer Facebook-Seite Forex Handel mit Strategie. Dort werden wir unsere Analysen jeden Tag veröffentlichen. Und dort habe ich heute Morgen ein paar Worte oder ganz kurz was dazu geschrieben. Was macht es eigentlich so schwierig? Was macht uns Händler eigentlich oder was macht uns Händlern eigentlich das Leben so schwer? Und genau das ist es im Moment, was uns den Handel im Euro sehr, sehr, sehr erschwert. Dazu muss ich mal eine Etage höher rutschen. Upp. Da. Wir haben bis zu bestimmten Marken oder von bestimmten Marken ausgehend haben wir immer, nein, nicht immer, wir haben ein klares Bild. Äh,
Die Fragen, die hier reinkommen, ich mache mir da mal ein Fähnchen dran. Ich weiß nicht, ob der Nelson das sieht. Ich Ja. mache da mal. Das siehst du? Ja. Aha. Gelb-grüne Fahne oder so. Nein, ich mache ein rotes Fähnchen dran. Ich gehe da nachher mal drauf ein, rein halt. Was macht es uns so schwierig trotz Regelwerk? Und da brauchen wir hier nur mal einen Blick auf den Stundenchart werfen. Und ich kriege immer wieder die Nachricht oder die Hinweise, wie machst du das? Ich kann den Chart nicht lesen. Derjenige oder diejenige, in dem Fall eine Sie, die mir das geschrieben hat, ich kann den Chart nicht lesen. Ja, kann ich verstehen. War ja auch eine Sie. Ich kann die Frauen ja auch nicht lesen. Ist das Problem, soll ich erklären? Ich versuche es mal in meine Worte zu fassen. Okay, ich versuche es mal an einem Beispiel zu erklären. Hier diese Nummer, da, hier haben wir eine ganz klare Bewegung. In solchen Bewegungen ist es ziemlich klar nach meinem Regelwerk, nach Europro, dass wir diese Geschichten hier, nehmen wir mal die 11, die 1,1280, wir hatten die 1,1280 nicht auf dem Deckel, aber die 1,13, diese Spikes hier runter sind Toleranzbereiche, aber wenn dann anfängt, nach so einem Move hier unten zu drehen und sich hochzuschaukeln, ist es relativ einfach, Regelwerke anzuwenden. Die Regelwerke sind in dem Fall dann völlig egal. Ist es ein Trendfolgesystem? Ist es ein Fibo-System? Das können wir uns vielleicht gleich mal anschauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist es ein Fibo-System oder ist es ein Dow-System? Dow-System kennt ihr alle, ne? Einfach eine MA21 rein und hinterherlaufen lassen, ne? DAU, ne? Der dümmste anzunehmende User. Einfach eine MA21, okay, wenn er da oben drüber ist, dann handeln wir long, wenn er da unten drunter ist, dann handeln wir short. Egal was, alle diese Systeme werden hier bei solchen Geschichten funktionieren. Und wenn man dann noch ein bisschen was von ABC versteht und ein bisschen Analyse geschaut hat, dann kann man sich sogar ausrechnen und sagen, okay, da haben wir dann das Zwischentief. Sorry, ich habe hier einen Bug drinne. Der zählte nicht, der zählte schon da dazu. Wir wollen ja sauber arbeiten, ne? Zack. Ja. Wenn man dann noch ein bisschen ABC versteht, dann weiß man, dass hier oben spätestens Schluss sein sollte. Hier spielt nachher wieder die Uhrzeit die Rolle. Hat das ganze Theater nachts stattgefunden? Hat es tagsüber stattgefunden? Die Nacht kann man ausblenden. Wenn man die Nacht dann ausblendet, ist das Zeitfenster wieder ein bisschen länger. Das ist ja alles immer überhaupt kein Problem. Diese Nummer ist kein Problem. Diese Nummer ist auch kein Problem. Und wenn man dann diese Tiefpunkte im okay, dieses Geier nehmen wir mal weg. Dann sieht man, hier ist das Zeitfenster zu Ende und hier oben ist, mach jetzt mal anders. So, da ist das Zeitfenster zu Ende und da ist so. Genau in diese Ecke da hätte er hinlaufen müssen. Das hat er nicht getan, aber hier ist das Zeitfenster zu Ende und dann kommt man spätestens hier in diesem Bereich ins Grübeln, egal welches System, welchen Handelsansatz man benutzt, da kommt man dann ins Grübeln, weil genau in diesem Zeitfensterende sind wir hier im 61,8er, 66er Bereich. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich benutze sogar viel lieber die 66 als die 61,8. Von den Daus.
Nein, von den Amerikanern, die Amis arbeiten gerne mit einem Drittel, zwei Drittel, wahrscheinlich, weil sie FIBO-Zahlen nicht können. Aber die 66 spielt für die Amerikaner oder für die Amis, für die amerikanischen Märkte immer eine ziemlich große Rolle. Deswegen benutzen wir den sehr gerne. Wir sehen ja auch da in diesem Bereich 61,8, 66, genau da tümmelt er sich eine Weile rum hier und dümpelt hier da dazwischen ein bisschen hin und her. Und spätestens da kommt man nachher ins Grübeln. So, bis dahin, in dieser Phase funktioniert ein Regelwerk sehr gut. Diese Nummer hier, die hat hervorragend funktioniert. Guckt mal in unserem Blog zurück. Diesen Move hier, den haben wir volle Granate mitgenommen. Ich glaube, der hat uns 75 Punkte alleine eingespielt in der Euro-Position. Wir haben hier unsere Position vorher gestartet und konnten sie vor den News Break-Even absichern. Und danach ist das Ding in 75 Punkte gehämmert. Ich glaube, 1,1475, 1,1480 haben wir glattgestellt. So, und dann kommt genau diese Phase. Und in dieser Phase tut man sich verdammt schwer. Man ist die ganze Zeit hier long gebürstet, man sucht sich die ganze Zeit Long-Einstiege, obwohl man ganz sauber hätte Short handeln können, sagt der eine oder andere jetzt. Ich wurde ja diese Woche in meinen Webinaren ein paar Mal damit konfrontiert. Ich bin der Meinung, nein, wir sind immer noch übergeordnet. Wir müssen in der Zeitebene höher gehen. Wären wir immer noch long ausgerichtet? Weil wir müssen hier die gesamte Bewegung sehen. Und wenn wir die gesamte Bewegung messen, von da nach da, dann sehen wir, dass wir erst jetzt, gestern Abend beziehungsweise heute Nacht, die 61,866 hier zertrümmert haben. Ja, durchschlichen haben. Von zertrümmern kann man hier nicht reden. Und wir bewegen uns hier immer noch in einer Formation, die auch locker noch ein, zwei, drei Tage so weiterlaufen kann. In diesen Phasen, und wir sehen, hier haben wir richtige Moves, zack, eine ziemlich zügige Bewegung, hier fängt er langsam an, hier schaukelt er sich hoch, hier einmal Luft holen, war ja auch nachts, dann schaukelt er sich wieder hoch, so dann hat er hier ein, zwei Tage rumgedümpelt, um dann den nächsten Schub volle Granate einzuleiten. Und seitdem, ja, seit diesem Hoch, seit dem 31., seit letzter Woche Donnerstag, seit genau einer Woche bewegt er sich von der Spitze von 1,19 bis 1,19, bin ich doof, oder? Von 1,15 bis 1,1350. Wir bewegen uns hier in einer Spanne von 150 Punkten, 150 Punkten seit einer Woche. Seit 5 Tagen. Seit 5 Tagen in einer Range oder in einer Bewegung, wo er für 150 Punkte Bewegung 5 Tage gebraucht hat. Das sind 30 Punkte. Ich habe mit dem Forex-Handel 2006, 2007 angefangen. Da war das eine ganz normale Tageswohler. Wenn er da mal 35 oder 40 Punkte gemacht hat, haben wir gesagt, was ist das für eine volatile Sau? Da sind wir jetzt inzwischen wieder. Daran erkennt man, wir bewegen uns immer noch in einem Korrekturmodus. Immer noch. Ganz sauber in einer Korrektur. Worauf müssen wir jetzt warten? Oder wann können wir wieder sauber handeln? Sauber handeln können wir dann, wenn der Markt uns das signalisiert, wenn er es uns sagt. Und er sagt es uns dann, wenn wir jetzt hier die 61,8, zack, die 61,8 mit Musik nehmen, noch sind wir hier im Toleranzbereich. Wenn wir die mit Musik nehmen, dann haben wir danach eine faire Chance auf ein großes Ziel, nämlich die 1,1150, 200 Punkte nach unten zu dümpeln.
Das sollte dann aber auch zügiger gehen. Dafür sollte er sich nicht wieder eine Woche oder 2 Wochen Zeit lassen. Manchmal reichen ja auch einmal News, die dann dazu führen könnten. So, jetzt haben wir ein Regelwerk, egal ob wir das Regelwerk Euro Pro haben oder egal ob wir das Regelwerk Zielbereiche haben. So, und diese Regelwerke funktionieren dann beide komischerweise nicht. Die haben bis letzte Woche sehr gut performt und sehr gut funktioniert. Und gerade wenn wir in so einem Korrekturmodus sind, funktioniert es nicht. Gucken wir uns mal an, nach was wir in der Regel handeln. Dazu muss ich immer ein Stück zurückscrollen. Da gucken wir uns die letzte Woche an. Die letzte Woche. Ja, wir waren in diesem Longmarkt unterwegs. Die harte Bewegung nach oben. Die harte Bewegung nach oben sagte uns, wir haben an dem Tag kommuniziert, 1,1417, diese Marke hier, und da lege ich jetzt mal diese Linien, da. Diese Marke war das Zünglein an der Waage. Und wir arbeiten an diesen Marken dann mit einer Limit Pullback, die wir dank Dirk hier zur Verfügung haben. Die wird da unten hingelegt, 2-3 Punkte Rücklauf durchklatschen, und beim nächsten Rücklauf, wenn er 2-3 Punkte zurückläuft, werden die Long-Positionen gegriffen. Das haben wir da auch gemacht. Gemeinsam könnt ihr bei uns im Blog oder im Paternoster Club könnt ihr dann nachlesen, was wir da gemacht haben. Wir haben genau diese Nummer hier das erste Mal mitgenommen. Da diese Limit Pullback. Ich hoffe, das kann man sehen, oder? Oder sind die Kerzen zu klein? Ne? Die schlafen alle schon. Nee, die schlafen alle noch. Okay. Hier, diese Nummer ist durch die 17 durchmarschiert, hat hier unsere Limit runtergeschoben und beim ersten Rücklauf hat sie die mitgenommen und wir waren long im Markt. Hier oben haben wir dann das erste Mal ein Tagesziel glattgestellt, dann ist er wieder runter, hat die 17 wieder geholt. Und dann haben wir das gleiche Spiel wieder gemacht, wieder mit einer Limit Pullback rein. Und 5 Minuten vor den News haben wir dann gesagt, pass auf Jungs, wir lassen das Ding laufen und ziehen den Emma 21 als Stop hinterher. Den packe ich jetzt mal sicherheitshalber hier rein. Zack, da ist er. So, diesen Emma 21 und wir hatten hier unsere Zielbereiche aufgerufen, die 56 und die 73. Als die 73 hier nachher angelaufen ist und hier zurückgeschossen ist, haben wir die Position glattgestellt zum großen Teil und den Rest haben wir mit der Emma 21 hinterherlaufen lassen, wurde erst am nächsten Morgen hier geschlossen. So, solche Nummern sind dann irgendwie sauber. Den Wendepunkt, den haben wir nicht erkannt und wir haben dann weiterhin genau nach solchen Marken gesucht. Wir sagen, okay, wir suchen immer von unseren Zielbereichen die untere Kante, um dann den nächsten Schub nach oben mitzunehmen. Und dann ist das ganze Blatt am Freitag gewendet. Dann müssen wir die ganze Geschichte nämlich umdrehen und wir sollten dann warten, um die Marken oben zu erwischen. Da, hier hätten wir die 71 erwischen müssen, um dann nach unten zu gehen oder unten die 29, um dann nach oben zu gehen. Aber die obere Marke hat er nicht geholt und nach der unteren Marke ist er nicht wieder nach oben marschiert. Nächsten Tag genau das Gleiche. Wir hätten, richtig, das will ich gerade zusammenfassen, mein lieber Günther. Das heißt, wir haben weder die obere Marke geholt, noch sind wir nach der unteren Marke nach oben marschiert. Wir haben weder die obere Marke geholt, noch sind wir nach der unteren Marke nach oben marschiert. Das heißt, in dem Fall, so wie es jetzt ist, dass wir uns immer noch im Korrekturmodus befinden und Korrekturmodus ist für jedes funktionierende System, ich will nicht sagen tödlich, aber sehr, sehr schwierig.
Wir handeln ja in diesen Fällen dann ausschließlich Euro-Pro. Auch das haben wir dann gestern probiert. Ja, wir haben es gestern ein einziges Mal versucht. Gestern Vormittag, nachdem wir hier einen bestätigten Aufwärtstrend hatten, gucken wir uns diesen Bereich hier an. Da haben wir den Korrekturmodus. Und zwar um 10:50 Uhr. Hier war eine saubere Euro-Pro-Nummer drinne. Ziel war allerdings weiter oben. Stimmt nicht. Hier diesen Korrekturmodus hier, den gucken wir uns jetzt mal im 1-Minuten-Chart an um 11:15 Uhr. Es gibt aktuell nicht unbedingt was zu handeln, dann kann man sich um diese Geschichten hier kümmern. So, um 11:15 Uhr, da, hier liegt noch meine Linie drinne, wo ich hin wollte. Wo ist sie jetzt? Komm her, du Sau. Da ist noch die Linie drinne. Hier haben wir die Korrektur. Letzte hoch, der Abwärtsbewegung gebrochen. Dann soll das Regelwerk erfüllt sein. Und dann wollten wir long gehen. Und Ziel war hier oben die 1,1399. Und der ist aber schon 1,5 Punkte darunter, ist er schon abgekippt. Hätte beinahe ein anderes Wort gesagt. Zack, die Linie mal raus. Das war genau daher errechnet, diese Bewegung hier dupliziert. Nach oben und dann wollten wir genau dahin. Und selbst das hat er nicht geschafft. Wenn wir 8 Punkte vorne sind, gehen wir Break-Even. So sind wir hier Break-Even rausgeflogen. Und ab da war es nachher auch sehr schwierig, nach unserem Regelwerk selbst eine Short-Position zu handeln. Wir sehen, wir haben keine sauberen, klaren Bewegungen, wo das Regelwerk funktioniert hätte. Hier, nicht einmal. Gestern Nacht wäre hier eine Nummer möglich gewesen. Ihr Ferkel. Gestern Nacht wäre hier eine Short-Nummer möglich gewesen. Wo waren wir jetzt? Da. Hier haben wir den Korrekturmodus, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen. Gib mir jetzt ein bisschen Keks hier. Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen. Das hier ist der Korrekturmodus, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen. Und dann ging es hier wieder Richtung Süden. Aber das ist eben spät abends oder nachts, wo wir eigentlich im Markt nichts zu suchen haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo genau war denn der Long-Einstieg? 11 Uhr, im Bereich 11:15 Uhr. Schau es dir im Chart bitte an. Wir brauchen für unser Euro Pro brauchen wir als erstes was? Wir brauchen einen Trend. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Wir brauchen einen Trend. Und jetzt stellt sich die Frage, haben wir einen Trend? Ja oder nein? Haben wir einen? Wenn ja, in welche Richtung? Wenn ich von übergeordnet rede, rede ich von 5 Minuten. Ein bisschen größer. Schön. Der eine sagt Richtung Süden, der andere sagt Short, der andere sagt Süden, der andere sagt nein, Trendbruch, der andere sagt kein Trend, der eine sagt wieder Long, der nächste sagt wieder Short. Nach Definition
Longtrend, nach meiner Definition Longtrend, sehr schwierig, ne? Wir haben da das letzte Tief, da. Das letzte Tief ist mit dem Schlusskurs nicht gebrochen. Diese Bewegung hier, diese Abwärtsbewegung ist innerhalb dieser Bewegung. Da. Hier haben wir dann ein Zwischentief, aber das hier ist eine Abwärtsbewegung in dieser letzten Aufwärtsbewegung. Die hier ist ausschlaggebend. Hier haben wir eine Aufwärtsbewegung und hier haben wir ein Hoch. Dort haben wir auch noch ein Hoch. Wir haben kein neues Tief. Wir müssen diesen Bereich hier ausblenden. Da ist das Tief, da ist das Hoch. Das hier ist nur dazwischen. Da das Tief, da das Hoch. Wir haben mit dem Schlusskurs kein neues Tief, aber wir haben ein neues Hoch und demnach bewegen wir uns nach Definition in einem Long Trend oder wir bauen einen Long Trend auf. Wenn wir jetzt ein neues Hoch kriegen, haben wir diesen sogar bestätigt. Immer nach meiner Definition, nach meiner Definition Schlusskurs. Wenn man nach meinem Freund Michael Fuchs geht, heißt es, wenn wir nur einen Tick unter dem letzten Tief sind, dann ist der Trend bestätigt oder eben der Trend gebrochen, je nachdem, welche Richtung wir unterwegs sind. Einen Tick unter dem Tief langt, um der Trenddefinition gerecht zu werden. Aus meiner Sicht ist das fachlich nicht mehr richtig, aber das ist auch nach meinem Regelwerk, nach meiner Denke. So, demnach starten wir hier gerade wir starten gerade einen Longtrend. Wir haben gerade übergeordnet. Ja klar, wo der Hintergrund rot ist. Der Hintergrund, der zieht bestimmte Indikatoren aus übergeordneten Zeitebenen, aus dem 15-Minuten-Chart und aus dem Stunden-Chart. Denn berücksichtigt verschiedene Indikationen aus den übergeordneten Zeitebenen. Das heißt, das hat nichts mit der Trenddefinition zu tun. Das hat nur was damit zu tun, wo die übergeordneten Zeitebenen ausgerichtet sind. Egal, ob nach verschiedenen EMAs oder nach MACD oder sonst irgendwas, ist auch scheißegal, was da drin ist, aber damit funktioniert der Filter. Wir sehen hier genau in diesem Bereich, wenn der Hintergrund hier weiß wird, sind sich die übergeordneten Zeitebenen nicht ganz einig. Also nach Trenddefinition haben wir da ein Hoch, wir haben da ein höheres Hoch, wir haben da ein Tief, aber kein tieferes Tief. Ganz einfach. Und im 1 Minuten sind wir schon blau, aber der, ja, im 1 Minuten ist der Hintergrund schon blau, der zieht auch eine Zeitebene tiefer. Der 5 Minuten geht eine Zeitebene höher oder eine längerfristige Zeitebene benutzt er mit, und der 1-Minuten-Chart zieht die ganzen Indikationen eine Etage tiefer. Deswegen ist der schon long ausgerichtet und der 5 Minuten eben noch nicht. Es kann ja auch noch einen Moment dauern. Also, in diesem Fall, so wie hier, gibt es für mich für heute nur zwei Ausrichtungen, zwei Chancen. Entweder drehen wir jetzt hier langsam nach oben ab und wir können rein nach unserem Regelwerk Euro Pro uns eine Long-Position suchen. Oder wir drehen mit Musik nach unten, dann müssen wir uns eine Short-Position suchen. Im Moment hier nein. Im Moment Seitenlinie angesagt. Nach unserem Regelwerk. Plan B. Wir sind im Stundenchart in der langfristigen Bewegung. Gucken wir uns den nochmal an. Da bewegen wir uns hier. Machen wir es mal groß. Zack. Ja, wir bewegen uns hier seit gestern 17 Uhr genau in diesem Bereich, 61,866, genau in diesem Bereich. Um diesen Bereich ziehen wir jetzt mal eine kleine Kiste. Zack. So. So eine Kiste wird in der Regel verlassen,
mit einem Fehlausbruch in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, das hier kann der Fehlausbruch gewesen sein vorhin, in der Stundenkerze hier. Das kann der Fehlausbruch gewesen sein. Wir können auch die Kiste noch ein Stück tiefer ziehen. Ist ja eh nicht viel zu machen hier. Das heißt, um long zu handeln, brauchen wir einen kräftigen Fake nach unten, einen kräftigen Ausbruch nach unten, der sofort wieder zurückgeschossen kommt und dann mit Musik nach oben geht. Das können wir uns im 5-Minuten-Chart angucken. Immerhin kommt jetzt ein bisschen Bewegung rein. Ein bisschen. Das heißt, wir können hier ruhig runterschießen bis an die 49. Ist ja auch nicht so weit, das sind 12 Punkte. Wenn wir uns das wieder im Stundenchart anschauen, an die 49, ja, dann sind wir ein ganzes Stück da raus, dann wieder zurück. Wenn er die 49 erwischt hat, sollte er ziemlich zügig wieder zurücklaufen, um mir zu zeigen, okay, jetzt haben wir die Stops da unten geholt, jetzt kann der Markt sich nach oben orientieren. Nur dann würde ich mir Long-Einstiege suchen, klein unten anfangen. Wenn er dann die Kiste nach oben verlässt und aus der Kiste rausgeht, den Rücklauf abwarten, um die Hochs wieder zu bestätigen. Und dann kann man aufstocken und darauf spekulieren, dass die 61,866 im Stundenchart jetzt gehalten hat. Und dann kann man so eine Position mit dem Ziel platzieren, so, dann machen wir aus der ganzen Bewegung eine Bewegung und dann haben wir die Chance, von da dann hochzulaufen bis zur 15,75. Börse ist aber nicht immer so einfach. Das sind Klassiker. Wir sehen, es ist eine Korrekturbewegung. Wir sehen es an Kleinkerzen, lange Dochte, lange Lunden. Und kleine Kerzen, tock, 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 tock. Wir wollen ja versuchen, aus den Korrekturen den schwachen Punkt zu erwischen oder zu erkennen, wann die Korrektur schwach wird, um dann eine mittelfristige oder langfristige Position draus zu machen. Also, Regelwerk für heute. Spike hier runter bis an die 49 wäre der Idealpunkt. Dort haue ich jetzt mal eine Linie hin. An der 49 würde ich, trotzdem wir übergeordnet short sind, würde ich mir da versuchen, eine kleine Long-Position zu greifen, die ich dann oberhalb unserer Kiste im Stundenchart aufstocken würde. Zweiter Plan, wir gehen nach oben raus und gehen hier hoch an die 75. Dahin. Wir gehen dort hoch. Und kriegen hier oben in 5 Minuten eine Umkehr. Und wenn wir hier oben eine Umkehr kriegen, das muss aber wirklich moderat ablaufen, so wie wir es gerade von letzter Woche gezeigt haben. Hochlaufen hier, um mir hier eine Umkehr zeigen, um dann wieder nach unten zu gehen. Dann würde ich von der 75 bis zur 49 handeln. Jetzt habe ich alles zusammengefasst. Zielbereichshandel. Euro-Pro brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden. Euro-Pro erst dann, wenn er hier oben raus ist. Long Euro-Pro, wenn er hier oben raus ist. Das heißt, über diese Linie, über die 75 muss er mindestens gehen, bevor ich drüber nachdenke, nach Euro-Pro eine Long-Position zu greifen. Bis dahin ist es sau schwierig. Wenn wir es schaffen sollten, da oben den Zielbereich anzulaufen, eine Umkehrformation zu bringen, suche ich mir dort oben einen Short-Einstieg. Den Short-Einstieg würde ich klein wählen und dann nach unten fallen und hier unten unter der 68 dann aufstocken und würde das Ding aber auch an der 49 beenden. Was heißt warum? Zack. Ja. Ich verstehe dein Warum nicht. Warum was?
Ach so, warum erst da oben Euro pro? Weil wir bis dahin uns in dieser Range befinden. Bis dahin befinden wir uns in dieser Range. Und diese Range wird in der Regel beherrscht von Range-Händlern. Das heißt, die gehen unten long und oben short. Unten long, oben short. Das heißt, so lange geht es immer hin und her. Und wir würden nach Euro pro am laufenden Band eine an die Backen kriegen. Eine nach der anderen. So wie gestern, das Signal war sauber, das Setup war sauber. Das Einzige, was gefehlt hat, waren 5 Minuten der Hintergrund. Der war noch nicht ganz so weit. Der hat uns praktisch gezeigt, die übergeordneten Zeitebenen sind noch nicht so weit. Die sind nicht long gebürstet, die sind eher noch auf short gebürstet. Und zack, hat es schon mal nicht funktioniert. Also, ich will eigentlich nur damit sagen, auch wenn ich da jetzt fast eine halbe Stunde drüber gelabert habe, ich will eigentlich damit sagen, das Problem ist, auch wenn man ein ganz sauberes Regelwerk hat, wonach man sich richtet, jedes Regelwerk hat seine Tücken und seine schwierigen Phasen. Das ist hier jetzt im Moment so. Auch ein zuverlässiges Euro Pro, was ich seit 12 Jahren handle, hat seine Tücken und wird eben nicht immer zuverlässig, 100% zuverlässig funktionieren. Deswegen können wir uns hier raushalten. So. Ja, der Junge hat es nur gepackt. Wir haben den hier, wo sind wir hier? Gucken wir uns das in 5 Minuten an. Wir haben gestern die Long, wir haben gestern hier eine Long-Geschichte gehandelt von der 11.312 kommend. Dort haben wir gestartet. Mein Plan war, dass das Ding bis zur 11.4 nochmal hochläuft. Warum? Auch hier, da. Wir haben hier verschiedene Bewegungsrhythmen. Und wir haben hier oben dieses Hoch ausgebildet. Da. Diese Shortnummer hätte ich erst gehandelt, wenn hier oben nochmal diese Stops geholt wären. So wie hier. Seht, hier hat er auch schöne Hochs ausgebildet. Da hat er eins, da hat er eins. Und hier sammeln sich dann die Short Limits und die Stops der Longies. Und genau auf so eine Nummer habe ich gestern spekuliert. Ja, okay. Hier noch einmal hoch. Schwung genug war da. Hier haben wir unser FIBO bei der 75 und hier bei der 17, 18, als er diesen Bereich angelaufen hat, hat er gesagt, okay, das könnte lang, noch einmal hoch, oben die Stops holen und dann nach unten durchgereicht zu werden. Das hat auch nicht funktioniert. Wir sind gestern Abend und wir haben den ganzen Nachmittag gezittert. Meine Position hatte ich schon aufgestockt. Ihr könnt euch ja das Webinar von gestern Nachmittag angucken. Meine Position hatte ich gestern schon aufgestockt auf 75 Dachse. Hab das Ding den ganzen Nachmittag da hin und her dümpeln sehen. Immer zwischen der 11.340 und 11.303. So ganz knapp über der 11.3 und dann wieder hoch an die 38, dann wieder runter an die 11.300, immer in dieser Range hin und her. Und gestern Abend habe ich dann gesagt, so, die nächste Chance, die ich habe, ziehe ich mein Stop-Break-Even über Nacht, das Ding laufen lassen ist. Doof. Und um euch zu beruhigen, auch mir passieren Fehler. Ich habe dann die Geschichte Break-Even abgesichert, hatte aber vergessen, nee, oder nicht drauf geachtet. Es ist so, wenn man dann abends von morgens um 6 bis abends 21:30 vor der Kiste sitzt. Ich habe dann die Position Break-Even abgesichert, aber ich hatte es auf 3 Strategien verteilt und habe es nur in einer Strategie abgesichert. Die anderen beiden sind ausgestoppt worden mit knapp 30 Punkten Verlust. Das tat ein bisschen weh. Wir brauchen ein Regelwerk, wann man nicht handeln sollte. Das ist eine gute Idee. So.
Was kann jetzt hier passieren? Wir haben heute Morgen im Blog geschrieben, wenn er hier jetzt durchrauscht, dann haben wir eine faire Chance auf die 11.240 und dann wieder runter auf die 11.205. Von der 11.205 oder 11.212 war ja hier dieses Hoch, diese Marke. Die können wir jetzt von oben anlaufen, um dann nochmal einen Anlauf zu nehmen nach oben. Nach oben haben wir dann entweder hier nur die Stops abzuarbeiten oder wir marschieren direkt durch bis an die 11.5. Das sind meine Marken, die ich mir hier suche. Mit Long-Positionen bin ich sehr vorsichtig, kann man auch im Blog nachlesen. Mit Long-Positionen bin ich im Moment sehr vorsichtig. Ich probiere es immer dann, wenn ich eine Chance habe, mit engen Stops, also enge Stops im DAX heißt für mich 15, 20 Punkte, sowas um den Dreh rum, klein reinzukommen und wenn das Ding dann ziemlich zügig anfängt zu laufen, dann zu pyramidisieren. Aber ansonsten bin ich mit Long-Position vorsichtig. Short-Position würde ich großzügiger betrachten im Moment. Auch die Stops würde ich hier großzügiger betrachten. Das heißt, wenn ich hier oben bei 11.4 eine Short-Chance kriege, würde ich bei 11.4 shorten. Und hier aber auch ein Stop von 50 Punkten ungefähr eingehen, weil alles, was sich hier bewegt, alles, was sich hier Richtung Süden bewegt, kann sehr schnell zur 10.700 oder zur 10.200 führen. Warum? Guck mal hier, hier sehen wir auch die nächsten Hürden da. Hier haben wir das letzte Zwischenhoch, 11.575. Das deckt sich sogar hier mit unseren Marken, mit unseren FIBO-Leveln hier. Hier spätestens sollte irgendwo Schluss sein. Viel höher sollte er nicht laufen. Aber danach kann genau diese Bewegung hier dupliziert werden. Die hier kann nach unten schießen und dann auf jeden Fall die 10.7 nochmal holen. Der Bereich 10.7, 10 bis 10.4 ist sehr tricky. Das kennen wir noch aus 2016. Denn da hat dieser Bereich den ganzen Sommer von August bis Dezember gehalten. Ja, ich weiß, langer Sommer, ne? Von August bis Dezember. Also, hier lauere ich auf Short-Einstiege, aber ich suche mir die Short-Einstiege oben und nicht unten. Schauen wir uns den Tageschart mal an. Wir haben hier den Schlusskurs bei 12.663 und hier den Eröffnungskurs. Nochmal genauer hingucken hier. Das passt jetzt nicht. Da. Meine Leiste unten spielt nicht mit. Dann drückt doch oben auf das Minus. Oben auf das Minus? Ja, die Lupe. Zoomen, reinzoomen, rauszoomen. Ja, ja. Der zeigt mir hier unten, zeigt er mir nicht den Eröffnungs-, den Schlusskurs an. Der läuft nicht mit hier, siehst du das? Hier unten so, die Anzeige. Dann hier unten die Anzeige kannst steht. Du das Datenfenster anmachen und dann siehst du die Werte auch. Bin ich zu doof zu. Ich arbeite. Ansicht, Datenfenster oder Steuerung D und dann ist das da. Oh, er ist Profi, ne? Cool. Habe ich noch nie gemacht, weißt du das? Okay, hier haben wir also einen Schlusskurs von 11.356 und hier haben wir einen Öffnungskurs von 11.357. 11.356.65 Schluss und Eröffnung 11.357.20. Ja, danke Nelson, ne? Sagt der Lutz auch. Dass ich dir was beibringen konnte, unfassbar. Ja, ne? Ich werde mich nachher revanchieren. Sehr gut. Ich werde dir nachher auch was beibringen. Zaubern.
Ich werde dir nachher zeigen, wie man das ganz schnell macht, dass Luft stinkt. Also, im Tageschart könnte man das als Harami durchgehen lassen, dass wir hier schon gestartet sind mit der Shortkerze, die ihr gestern hier unten schön glatt geschlossen hat und direkt fortgesetzt wurde. Leider haben wir hier den Schlusskurs minimal 0,5 Punkte. Ja, ist der Schlusskurs tiefer als der? Im Grunde genommen hätte der Eröffnungskurs hier tiefer sein müssen. Dann wäre die Definition nach einem Harami wesentlich besser. Also selbst diese Kerze kann man nicht handeln, nicht nach der Harami-Definition. Dafür bleibt für mich nach wie vor hier diese Kerze noch einmal abarbeiten, hier oben, hier am besten mit einem Spike ganz kurz hoch, die Stops da oben drüber holen und dann Richtung Süden und dann will ich auch wieder hier runter. Eine erhebliche Hürde stellt Datenfenster, total geil. Muss ich mir merken. Und dann noch mit einem Tastaturkürzel. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Wenn wir nämlich noch eine Nummer höher gehen. Ja, ich weiß, es ist langweilig, wenn man nicht handeln kann, ne? Und hier den 200er Emma reinpacken, dann sehen wir, dass der genau in diesem Bereich im Wochenchart hier verläuft. Und das ist genau auch das Ding, was bremst. Er hat hier gebremst und er hat auch da gebremst. Im Daily haben wir noch etwas Luft für den Jungen. Der wird sehr, sehr gerne besucht. Hier haben wir das Problem, dass er, okay, eigentlich interessanter als Handel. Ich habe es anders gesehen. Sonst meckern die Leute immer, hey, du drückst immer auf den Knopf. Wir wollen hier sehen, wie du Geld verballerst. Wollen gar nichts lernen. Danke für die Blumen. Danke, Olaf. Dieses Ding wird ganz gerne besucht und die 11.750 ist für uns eh das Zünglein an der Waage. Wir bewegen uns immer noch in dem Muster von einer SKS und diese Nackenlinie verläuft im Moment genau in diesem Bereich. 11.700, 11.750. 11.7 sind auch die Zwischentiefs aus der ersten Shortbewegung genau vor einem Jahr, wo wir von der 13 gekommen sind, da. Und diese Nummer hier, das ist genau das Zünglein an der Waage. Wenn diese Marke per Tagesschluss oder Wochenschluss, wenn die kaputt ist, erst dann werde ich wieder umdenken. Erst dann werde ich wieder umdenken auf ein Long-Szenario, was uns dann hochtragen dürfte, weit über die 14.000 hinaus. Aber im Moment ist mein Ziel eher die 8.700 als die 14.6. Ja, macht ja auch mal Spaß, eine langfristige oder mittelfristige Sache anzuschauen und nicht immer nur im Minutenbereich unterwegs zu sein. Gell? Das heißt, diese Marke hier, hier kommt der 200er EMA Daily angeschossen von oben und der kreuzt sich hier genau mit diesen Tiefs. Diese Tiefs hier, das sind so eine Marken, so eine Volumenspitzen hier, die sich hier ausgebildet haben, die in der Regel sehr gut halten. Wir sehen, das erste Tief hier, das ist sehr, sehr spät erst unterschritten worden. Diese Spitze hier, die vergesse ich niemals in meinem Leben. Diese Bewegung hier, diese Abwärtsbewegung vergesse ich niemals in meinem Leben. Erzähle ich gleich warum. Die hat Bestand gehabt vom, wie gesagt, von einem Jahr. 6.2., fast auf den Tag genau vor einem Jahr, hat die Bestand gehabt bis
bis zum Oktober. Über 8 Monate hat diese Spitze hier Bestand gehabt und hat gehalten. So, jetzt fehlt die Bestätigung davon. Das heißt, wir dürfen diese SKS da so ungefähr läuft hier die Nackenlinie. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall noch hoch bis an die L5. Die hatten wir eben gerade. Die L5 hatten wir uns eben gerade angeschaut im Stundenchart. Nach FIBO darf er auch bis da hoch laufen, bis knapp über die L5. Und ein Stück weiter hier oben lauert dann die L7, 1157. Also dieser Bereich hier wird für Shorts hoch interessant. Und wenn wir dann die Short-Bewegung kriegen sollten, da haben wir die erste. Dann können wir auch diese Nummer schon mal hier unten bis zur 9,7 durchreichen. Und wenn wir ganz frech sind und die zweite Bewegung duplizieren, falsch, und die zweite Bewegung duplizieren, die von da bis da runtergelaufen ist, bis da, dann können wir die von dem Start an sogar runterreichen. Lass mich raten, wir kommen wahrscheinlich in den Bereich 11.400, 11.450 ungefähr. 11.6, 11.450, woher kommt die? 8.450, nicht 11.000, 8.450, 8.420, woher kommt die? Jetzt grübeln Sie wieder. Ich weiß den Tag nicht mehr genau, das Datum nicht mehr genau. Nee, nicht aus dem Februar 16. Februar 16 war die 8,7. Aber Nikolaus, schön, dass du aufgepasst hast. Die kommt aus dem Oktober 2014. Und ich meine mal, es war der 13. oder 14. Oktober. Es war auf jeden Fall ein Dienstag. Nein, nicht 16, 14. So weit kann ich gar nicht zurück. Da sind wir erst bei 8,6 und die 8.450 ist das letzte Tief aus dem Oktober 14. So weit kann ich nicht zurück. Warum nicht? Nelson, gibt es dafür auch ein Tastaturkürzel? Noch nicht, nee. 10, 14, 12., 10., 14. Thilo hat es gerade reingeschrieben. Sache, es war der 12. oder 13. Oktober 2014. Weil ich weiß es noch genau, das Ding habe ich nachts auf Bali auf der Terrasse gehandelt. Und die 8.450 würde jetzt auch das Ziel sein. 8.700 aus 16 und 8.400 aus 14, diese beiden Tiefs, sind mein absoluter Favorit bei der derzeitigen Bewegung. Okay. Doppelklick unten in die Zeitleiste und Datum eingeben. Doppelklick in die Zeitleiste, passiert gar nichts. Links, ganz links in der Ecke. Ganz links? Ja. Ah, sehr schön. Muss ich mir nachher mal anschauen. Aber wir haben es ja, 12.10. Ich sage, ich wusste das Datum nicht mehr genau, ob es der 12. oder 13. war, aber Tilo hat mir ja geholfen. 12.10.2014. Da ist das Ding genau dahin abmarschiert. So ist meine grobe Sichtweise auf die Märkte. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich etwas zurückhaltend bin mit dem Handel im Moment. Guckt euch das an. Da übergeordnet waren wir vorhin long. Jetzt haben wir hier die Nummer unten. Hier unten kann man sich jetzt einen Alarm hinlegen oder eine Limit und kann hier versuchen,
den Fehlbruch von der 61,8, von der 66 nach oben zu handeln. Ansonsten warten wir hier die Runde ab nach oben. Und wenn er hier eine Umkehrformation in 5 Minuten macht, kann man für die Zielbereichshändler, kann man versuchen, sich dort eine Short-Position zu holen und auf den Trend aufzuspringen. Aber wir haben es uns im Stundenchart angeguckt. Die Trendgeschichte, die ist sehr, sehr weit fortgeschritten und wir sind an einem harten Widerstandsbereich 61, 66, so dass man im Moment in beide Richtungen vorsichtig sein muss. Was heißt, welcher Wert ist das? Lutz, ich verstehe deine Frage nicht. Bisschen klein da unten. Hier. Der roten Linie. Ja, Lutz, du kriegst doch dein Euro pro 1,1349. Du musst mich ja nur mal anrufen, dann können wir dir ja dein Euro pro mal aufspielen, ne? Schätzelein. Dann hast du die Linie auch, dann musst nicht immer fragen. Aber wenn ich mal frage, dann fehlt mir ja auch was. Also, dieser Bereich, innerhalb von diesem Bereich mit Vorsicht zu genießen. Hier oben kann man shorten, hier unten kann man versuchen, long zu gehen. Da oben drüber würde ich nach Euro pro wieder long gehen. Hier drunter noch short zu gehen, ist mir zu heiß. Da bin ich sehr vorsichtig. Alles das hier könnten nur Fakes sein, die da passieren. Und selbst hier der DAX, der Junge, auch sehr klein, ne? Zack. So. Wenn du einen Doppelklick machst, dann hast du dann den Ursprungszustand. Blamabel, ne? Aber nein, ist überhaupt nicht blamabel. Nee, überhaupt nicht. Quatsch. Ihr seht, ich bin wirklich reiner Anwender. Ich habe vor 13 Jahren habe ich auf dem MetaTrader in C++ selber programmiert. Davon habe ich heute keine Ahnung mehr. Ich muss heute wirklich meine Handelsideen, die ich habe, die muss ich heute in Word-Dokument schreiben und muss das dann jemandem den Finger geben, so wie Dirk oder so, und muss das dann wirklich in C++ übersetzen lassen. Ich bin, was Plattform und so weiter betrifft, ja, ich will nicht sagen Plattform-Legastheniker, aber überhaupt nicht der Profi. Aber dafür haben wir auch Jungs in Rating sitzen, die einem dann helfen, ne? Die einem dann Tipps geben. So, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Nelson sagt mir, wie ich die Plattform bediene. Ich sage Nelson, wie man Fußball spielt. Und so schaut es aus. Genau, und so sind wir uns dann immer. Geben ist auch seliger denn Nehmen, ne? Also, so sieht's für mich aus, so sieht der Markt für mich aus und viel mehr kann ich und will ich dazu jetzt auch nicht ausführen. Da auf den Tick genau unten die 61,8 geholt. Jetzt könnten wir diese Nummer nochmal nach oben duplizieren. Dann ist die Flagge hier auch zu Ende. Da hat er langsam ausgeflaggt. Diese Nummer nochmal nach oben duplizieren. Scheiße, wenn man sich so 3 Tage oder so nacheinander die Finger verbrannt hat, dann weiß ich, wie weh das tut und dann soll man vielleicht auch mal an der Seitenlinie stehen bleiben. Ich weiß es noch nicht. Aber wer möchte, kann uns ja gerne verfolgen. Vielleicht findet ihr bald auch eine Verlinkung zu Facebook oder einen Button zu Facebook bei FXFlat auf der Seite. Unsere Seite befindet sich gerade im Umbau. Unser Blog Forex-Handel mit Strategie ist kostenlos. Allerdings muss man sich dort bewerben. Wir haben da einen an der Tür stehen, der so, kommst du nicht rein? Nein, wir gucken, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind da nicht zum Streit, wir sind dort zum gemeinsamen Handeln. Wenn du die Schlusskurse nimmst, wie stellt man das bei Euro pro 3 ein? Keine Ahnung, schick mir die Frage per Mail. Ich reiche sie an die Jungs weiter, die das können.
Ich habe gerade gesagt, ich bin Legastheniker, was die Sachen betrifft. Okay, für unsere in Gänsefüßchen Gemeinde, heute Nachmittag ist kein Webinar. Heute Nachmittag habe ich andere Aufgaben, da muss ich Fußballunterricht geben. Vergiss nicht die Frage, die du extra markiert hast. Ah ja, gehe ich gleich drauf ein. Danke. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag in der Forex Pro Gruppe. So, ich habe hier irgendwo ein Fähnchen dran gebastelt. Das hat der Nelson rausgenommen. Nein, hat er nicht. Warum sehe ich das denn nicht mehr? 7.51 Uhr. 7.51 Uhr. Warst du da schon da? Da. Die Frage, kleine Idee zum großen Webinar, ein Webinar-Live-Konto mit zum Beispiel 250 Euro. Ha! Was heißt zum großen Webinar? Das müsstest du mir mal definieren. Würde ich auch ganz gerne jetzt schon mal darauf verweisen. Wir werden das heute Nachmittag intern noch mal besprechen, wie wir das machen. Wir machen am 28.02. abends, aufgrund dessen, dass ich ja jede Woche viele Gespräche führe, viele ausführliche Telefonate mit Börseninteressierten, Neulingen, Neu-Europrolern, Forex-Prolern führe, habe ich beschlossen, ein Grundwebinar zu machen am 28.02. abends zu dem Thema Börse und ich, geht das oder geht das nicht? Um einfach mal zu gucken, passen Börse und ich überhaupt zusammen? Und die Sache, um die Sache aufzugreifen, kleine Idee zum großen Webinar, ein Webinar-Live-Konto zum Beispiel mit 25.000 Euro, ach nee, ich habe keine Brille auf, 250 Euro. Kleine Bemerkung am Rande, wenn man das hier oben sieht, das ist die 150, 3, 4, 4, 5 Live-Surfer. Alles, was ich mache, alles, was ihr bei mir seht, ist live. Ich habe nicht mal ein Demokonto. Wenn Nelson mal in seine Datenbank guckt, dann wird er sehen, ich habe FXLet noch nicht mal ein Demokonto eröffnet. Ich mache nichts im Demo. Ich trinke ja auch kein alkoholfreies Bier. Es muss ja Spaß machen. Den Link zu dem Webinar Börse und ich, geht das oder geht das nicht, den packt Nelson nachher in die Nachfassmail mit hinein. Dann habt ihr ihn nämlich auch zur Verfügung. Wenn ich den jetzt hier reinpacke, nutzt das herzlich wenig, weil das Chatfenster ist nachher für alle wieder verschwunden. Aber den schicken wir euch in der Nachfassmail mit. Das ist ein kostenloses Webinar und auch völlig neutral gehalten. Dort werden wir ein bisschen Smalltalk machen genau zu diesem Thema. Wir sind sogar mal überlegen, ob wir da eine Webinarreihe draus machen, um auf das Grundlagen oder auf das erste, auf das Startwebinar aufzubauen. Könnte durchaus draus entstehen. Entscheidend seid ihr dafür. Ihr müsst mir sagen oder ihr müsst uns sagen, was wollt ihr? Ist das für euch interessant? Auf was muss man als Börsenhändler achten? Nicht auf jetzt auf eine EMA oder auf den Indikator, sondern auf was muss ich bei mir achten? Auf welche Anzeichen muss ich bei mir achten, ob die Börse mit mir funktioniert oder ob Börse und ich zusammen überhaupt funktionieren oder nicht? Glaubt mir eins, ich habe viele, viele harte Phasen durch. Ich habe sehr, sehr gute Phasen durch und ich weiß, wie schwer es ist, auch eine Familie intakt zu halten mit dem Druck der Börse im Nacken. So viel dazu und genau dieses Thema wollen wir in diesem Webinar oder in der Webinarreihe angehen. Und den Link, wie gesagt, dazu bekommt ihr. Dann war noch eine Sache hier. Wenn ich mich richtig erinnere, der Handel zwischen 6 und 8 ist da nicht zu wenig Volumen oder so. Genau deswegen handle ich um diese Zeit, weil da wenig Volumen drin ist, um diese Zeit jetzt, wenn um 9, wenn die ersten schläfrigen Banker sich langsam an ihren Bildschirm schleichen und,
und jetzt meinen, um 9 fängt erstmal die richtige Musik an. Da wollen wir in der Regel schon aus dem Markt verschwunden sein. Und ich versuche sogar regelmäßig, meine Position dann zu schließen oder um diese Zeit meine Position Break-Even abzusichern. Okay? So, und damit habe ich weit überzogen heute. War viel Theorie, wenig Handel. Ich hoffe, es war trotzdem okay. Oder? Sehr interessant, ja. Sogar für dich? Für mich war es interessant. Ich habe schön was gelernt. Nein, wirklich. Also kann ich dem nur zustimmen. Heute mal ein bisschen anders als sonst, aber wirklich sehr informativ, sehr viel Information. Deswegen werden wir versuchen, auch die Aufzeichnung so schnell wie möglich online zu stellen. Du bist ja auch sehr fix, was das angeht. Und habe mich sehr gefreut, dass auch heute wieder so viele dabei waren am frühen Morgen. Und deswegen, ich verabschiede mich schon mal, Thorsten, dann überlasse ich gerne das Schlusswort dir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, noch einen erfolgreichen Tag, auch morgen. Und hoffentlich bis dann in 2 Wochen wieder, am 21. hier wieder mit Thorsten. Und ja, tatsächlich, ich schreibe es dir auf. Und passen Sie auf Ihre Positionen auf und vielen Dank für die Teilnahme. Thorsten, gerne du jetzt. Ja, erstmal danke, dass Nelson sich immer alle 14 Tage mal morgens eine Stunde früher aus dem Bett quält und ins Büro fegt, um morgens das Webinar zu machen. Danke, dass ihr so zahlreich da wart. Ne? Ihr 4, wir waren ja immerhin, Nelson und ich, und ihr waren ja immerhin schon 6 Leute. Nein, Quatsch. Na Oma, nun lach doch mal, nun zeig mal deine schönen Zähne. Ja, da sind sie ja alle beide. Schön, schön, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn wir nicht gehandelt haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. In dem Sinne, euch einen schönen Tag. Danke und bis in 14 Tagen. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.